Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wir machen heute mal wieder einen Style and Talk, weil ich da richtig Bock drauf hatte, das mal so hier aus dieser Schminkecke rauszumachen. Und ich hatte sowieso voll Lust, mal wieder mit euch zu quatschen über so ein paar verschiedene Themen, die gerade bei mir aktuell sind. Und ich hatte auch generell das Gefühl, ich muss euch mal wieder auch so ein bisschen, was mich und meine Gefühlswelt angeht und halt auch so mein generell aktuelles Leben angeht, auf den neuesten Stand bringen. Ich habe euch wie immer auf Instagram gebeten, mir Fragen und Themenvorschläge zu stellen und da sind echt einige Fragen bzw. so große Topics zusammengekommen. Ich hoffe, dass wir heute alles schaffen, weil ich will eigentlich gerne wirklich alles mit euch besprechen, aber ich möchte heute auch Make-up und Haare mit euch zusammen machen, weil ich für die Haare so eine richtig coole Technik entdeckt habe, wie man die so richtig nice stylen kann, dass es aussieht wie so ein Fake-Blowout. Mal schauen, ob wir das heute noch schaffen. Genau, bevor wir jetzt loslegen mit dem Make-up, werde ich erstmal noch meine Feuchtigkeitscreme auftragen. Ich benutze hier die reichhaltige Pflege von Formal Skin. Ich weiß nicht, fokussiert das jetzt? Ja, ich glaube schon. Ihr wisst ja, dass ich schon seit wirklich jetzt über einem Jahr die Hautpflegeprodukte von Formal Skin verwende. Das ist eine individualisierte bzw. personalisierte Skincare-Brand. Das heißt, man geht auf die Website und klickt sich dadurch so einen kurzen Fragebogen durch und beantwortet eben Fragen zu seiner Haut. Dann schickt man auch noch Fotos hin, also von vorne und von beiden Seiten. Und diese Daten und Fotos werden dann von Hautärztinnen ausgewertet und dann bekommt man eben so ein kleines Päckchen hier nach Hause geschickt, bestehend aus 3 Produkten. Ich hatte euch das ja echt schon häufiger mal gezeigt, aber vielleicht sind ja auch neue Zuschauer dabei. Nämlich hat man hier einmal ein Reinigungsprodukt drin. Ich habe jetzt hier das Reinigungsgel. Es gibt aber auch noch ein Reinigungsöl, je nachdem, welche Bedürfnisse die Haut eben hat. Dann ein Pflegeprodukt. Da gibt es einmal die reichhaltige Pflege und einmal die leichte Pflege. Ich hatte jetzt lange die leichte Pflege, aber hatte mir jetzt dann auch mal die mit reingepackt, weil ich das Gefühl hatte, meine Haut braucht irgendwie ein bisschen mehr Pflege. Und das eigentliche Special-Produkt bzw. das, wo eben die individuell auf die Haut abgestimmten Wirkstoffe drin sind, ist hier das kleine Ding, nämlich die sogenannte Formel. Also da sind wirklich medizinische Wirkstoffe drin, die eben auf die Bedürfnisse der Haut angepasst sind bzw. auf, sag ich mal, Issues, die man mit der Haut hat. Also ich zum Beispiel hatte hier immer an den Wangen so komische rote Stellen bzw. raue Stellen. Das waren aber keine Pickel, sondern eher wie so kleine Unterlagerungen, I don't really know, aber auf jeden Fall sind die dadurch richtig gut weggegangen. Also wie ihr seht, ich kann mal richtig nah rankommen hier, damit ihr das Ganze auch mal genauer sehen könnt. Wie ihr seht, habe ich hier echt eine richtig gute Haut bekommen. Das hier ist übrigens kein Pickel, sondern ein Mückenstich. Ich war am Wochenende am See abends und naja, da hat mich wohl eine Mücke ins Gesicht gestochen. Genau, also ich kann euch Formal Skin auf jeden Fall absolut ans Herz legen, gerade wenn ihr jetzt schon viele verschiedene Skincare-Brands ausprobiert habt und einfach nichts findet, was euch gut hilft, dann ist es vielleicht einfach die individualisierte Skincare. Und ich habe auch einen Code für euch, der heißt JustMySkin und damit bekommt ihr 40% Rabatt auf den ersten und zweiten Monat mit Formal Skin. Ich habe euch auch nochmal einen Link zu Formal Skin in die Infobox gesetzt, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. So genau, ich wollte die Creme natürlich auch noch auftragen, das habe ich jetzt irgendwie in meinem Redefluss ein bisschen vergessen. Also ich habe die natürlich heute Morgen auch schon aufgetragen, aber meine Haut fühlt sich jetzt, aber ich habe auch zwischendurch geduscht, gerade wieder ein bisschen trocken an, deswegen kommt hier noch einmal eine gute Schicht drüber, weil ich finde, dass auch direkt das Make-up viel, viel besser sitzt, wenn die Haut eben gut gemoisturized ist. Oh, ich glaube, ich habe hier meinen Spiegel so ein bisschen zu doll im Bild. Naja, ich glaube, Hauptsache ihr seht mich. Genau, so, und jetzt legen wir aber auch mal los mit den Fragen. Wir haben ja viel vor uns heute hier. Die erste Frage, die mir jetzt wirklich relativ häufig gestellt wurde, war Tipps zum Alleinewohnen, ohne sich einsam zu fühlen. Ich habe da mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich da irgendwelche Tipps habe, weil ich muss sagen, dass ich an sich mich eigentlich noch nie einsam gefühlt habe hier in der Wohnung. Und ich wohne jetzt seit, glaube 3 oder 4 Wochen hier alleine. Und ich muss auch sagen, dass ich echt selten nicht alleine bin in der Wohnung. Also ich habe manchmal halt Leute hier, aber das ist wirklich in den wenigsten Fällen der Fall. Also meistens bin ich halt wirklich auch alleine, auch abends und so. Aber ich fühle mich nie einsam. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, okay, woran könnte das liegen? Weil manchmal ist es ja so, wenn man selber in der Situation ist, dann fallen einem nicht so Tipps direkt ein, die man anderen geben könnte.
Aber ich glaube, was bei mir auf jeden Fall so ein großer Punkt ist, ist, dass ich eigentlich nie Stille habe. Also das habe ich wirklich auch noch so mir aus dieser Zeit gemerkt, in der ich in meiner Studentenwohnung damals gewohnt habe. Ich hatte immer entweder YouTube-Videos an, also meistens so längere Videos, irgendwelche Dokumentationen oder eine Serie irgendwie im Hintergrund laufen oder auch ein Podcast oder halt irgendwas, wo einfach Leute geredet haben. Weil ich finde, das macht so einen Unterschied, ob man quasi Stimmen hört. Klingt jetzt auch wieder so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Das Ding ist nämlich, wenn man die ganze Zeit irgendwie sowas im Hintergrund anhat, hat man einerseits einfach das Gefühl, nicht alleine zu sein, weil, keine Ahnung, der Kopf vielleicht irgendwie denkt, okay, da ist noch jemand, weil ich halt Stimmen höre, obwohl die Personen ja auch nicht so wirklich da sind. Und andererseits ist es ja auch so, dass du, wenn du halt die ganze Zeit anderen Gesprächen oder anderen Leuten, die halt reden, zuhörst, dass du da nicht die ganze Zeit selber so krass im Overthinken bist. Und das ist ja auch was Gutes. Also ich meine, es ist sehr gut, auch mal so ein bisschen in eigenen Gedanken zu schwelgen, aber wenn es dann halt überhand nimmt, dann ist es nicht gut. Also das wäre so mein erster Tipp. Also entweder das oder auch Musik. Ich finde, Musik ist auch irgendwie so ein Vibe, einfach so alleine zu Hause zu sein und so eine richtig nice Playlist irgendwie sich so zu kuratieren, die man dann immer anhaben kann. Also man kann sich ja so verschiedene Playlists erstellen, so für morgens, für abends zum Abendessen kochen und dann halt einfach so richtig diesen Vibe enjoyen. Und ansonsten kann man ja auch die Möglichkeiten des Internets nutzen und zum Beispiel mit Leuten FaceTimen oder telefonieren einfach nur. Man kann man ja auch machen, während man halt irgendwie nebenbei Geschirrspüler ausräumt oder halt irgendwas im Haushalt macht und dann halt einfach mal kurz durchklingeln und ja, einfach mal sich so ein bisschen updaten mit Freunden, die vielleicht weiter weg wohnen. Das habe ich jetzt auch gemacht, also allerdings jetzt nicht unbedingt über das Telefon, sondern mehr halt auch über Sprachmemos. Also ich bin sowieso ein krasser Sprachmemo-Fan, also wenn man persönlich mit mir befreundet ist, dann weiß man das. Ich habe wirklich in letzter Zeit einfach so Sprachmemos rausgeschickt, die dann gut und gerne auch mal 15 Minuten lang gingen. Das ist voll mein Ding irgendwie. Und dann kommen natürlich dementsprechend auch lange Sprachmemos zurück. Und man kann sich die wieder nebenbei anhören. Und generell finde ich halt auch so Sprachmemos machen, weil man halt weiß, dass man da gerade mit der Person so in Kontakt ist und sich updatet, finde ich halt auch schon wieder so, dass das richtig gut diesem Einsamkeitsgefühl entgegenwirkt. Und ja, ich versuche halt einfach generell gerade jetzt mit meinen Freundinnen aus Berlin und Potsdam noch so gut es geht, natürlich jeden Tag Kontakt zu halten, immer mal halt zu schreiben und zu fragen, wie es so geht, was so abgeht und so weiter. Und ja, das muss ich sagen, hilft mir richtig gut. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt generell kein Mensch bin, der sich super, super schnell einsam fühlt. Also ich kann tatsächlich relativ gut irgendwie so für mich sein und ich enjoy das auch voll. Aber ja, das wären, wie gesagt, halt so meine Tipps dazu. Die nächste Frage ist so ein bisschen daran angelehnt. Und zwar, wie schaffst du es, nach so langer Zeit Beziehung mit dem Alleine-Sein klarzukommen? Und ich würde das jetzt gar nicht mehr so unbedingt auf dieses Alleine-Wohnen beziehen, weil das habe ich ja jetzt gerade schon besprochen, sondern eher auf dieses Alleine so sein, also Single sein und halt jetzt niemanden haben, bei dem man halt irgendwie so diesen krassen Comfort hat. Und genau darüber wollte ich sowieso gerne mit euch mal sprechen, weil das ist jetzt was, was ich so als Erkenntnis jetzt auch nach so einer längeren Zeit nach der Trennung jetzt ja, für mich bekommen habe. Nochmal kurz als Zusammenfassung für alle, die das jetzt vielleicht nicht so genau mitbekommen haben. Ich habe mich vor ungefähr 3 Monaten, ein bisschen weniger als 3 Monaten, von meinem Ex-Freund getrennt und wir waren 4,5 Jahre zusammen und haben dann auch zu dem Zeitpunkt schon fast, nee, schon über 3 Jahre lang zusammen gewohnt. Das heißt, es war natürlich erstmal eine krasse Umstellung. Ich war dann erstmal wieder bei meinen Eltern und bin jetzt seit, wie gesagt, 3 Wochen hier in meiner eigenen Wohnung wieder, aber in einer komplett anderen Stadt, also in Leipzig. Ich habe früher in Potsdam gewohnt. Ich würde sagen, dass ich dadurch, dass ich mich ja selber getrennt habe, ich verhältnismäßig wenig Struggle mit dieser Trennung hatte. Also natürlich war ich traurig, natürlich hatte ich auch am Anfang damit zu kämpfen, aber es ging mir dann relativ schnell besser, beziehungsweise ging es relativ schnell bergauf. Und ich glaube, es wäre jetzt eine andere Nummer gewesen, wenn man sich von mir getrennt hätte. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass es dann irgendwann einfach, also dass man irgendwann merkt, okay, das ist jetzt halt ungewohnt, weil man halt einfach nicht mehr so diesen Comfort auch von der anderen Person hat. Und was mir jetzt halt auch so aufgefallen ist, die letzten Tage und Wochen insbesondere, ist, dass mir so ein bisschen dieser Problemlöserückhalt fehlt. Also mein Ex-Freund war immer so ein starker Rückhalt, was Probleme anging, beziehungsweise bin ich immer mit jedem Problem und jeder kleineren Inconvenience in meinem Leben halt zu ihm gegangen und habe halt so nach seinem Rat dazu gefragt.
Und das hat mir auch immer extrem geholfen, weil ich muss halt sagen, dass ich leider ein Mensch bin, der nicht so gut Probleme lösen kann, beziehungsweise sich manchmal auch an kleinen Sachen so zu doll aufhängt und die so zu groß werden lässt im Kopf. Und dann habe ich mir natürlich schon in einigen Momenten einfach diesen Rückhalt gewünscht, also dass ich halt einfach so jemanden habe, der mir dieses Problem, so in Anführungszeichen, was in den meisten Fällen wirklich kein großes Problem ist, so kurz von den Schultern heben kann. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich da jetzt auch in den vergangenen Wochen schon extrem dran gewachsen bin, weil es mir eben keiner von den Schultern nehmen kann. Also weil ich eben selber mit Situationen fertig werden muss und, also wie gesagt, es klingt immer so, als ob das so krasse Sachen sind. Das sind eigentlich immer nur so kleine Probleme. Aber ihr kennt das ja vielleicht selber, wenn man so aus kleinen Sachen einfach so große Nummern im Kopf macht. Und wenn sich dann halt irgendwie so die ein oder andere Sache dann doch geklärt hat, dann denke ich mir so, hey, so schlimm war es doch gar nicht. Und hey, cool, dass du es jetzt halt doch irgendwie so selber hinbekommen hast, ohne wirklich auch einer externen Person davon zu erzählen. Weil ich glaube, das gehört ja auch so ein Stück weit zum Erwachsenenleben dazu, dass du halt auch mal selber, ohne wirklich das so anderen Leuten zu erzählen, mit Problemen, kleineren oder größeren Problemen, fertig werden muss. Ansonsten muss ich sagen, dass ich tatsächlich ganz gut alleine klarkomme, weil das halt auch irgendwie so was war, was ich während der Beziehung gecraved habe. Also, dass ich halt wieder irgendwie so ein bisschen mehr für mich sein kann und auch wieder so ein bisschen zurück zu mir selber, zu meinem eigenen Charakter, zu meinen eigenen Werten finden kann, weil das definitiv was war, was ich halt auch so während der Beziehung so ein bisschen verloren habe. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen selbst verloren habe während der Beziehung, was vielleicht auch ein Stück normal ist, wenn man halt so viel Zeit miteinander verbringt. Aber deswegen, ja, habe ich das halt auch irgendwie total genossen, so wieder mehr für mich zu sein. Ich glaube, man sollte sich generell einfach auf das Positive konzentrieren und vor allem nach vorne schauen und schauen, was das Leben noch so zu bieten hat und wohin einen das Leben noch führt, zu welchen Personen einen das Leben noch führt. Also ich weiß, dass das jetzt vielleicht aus meiner Perspektive wie leicht reden klingt, weil ich mich ja getrennt habe, aber das gilt natürlich auch für Menschen, die getrennt wurden, also die jetzt nicht selber die Entscheidung getroffen haben, umso mehr, weil das Einzige, was du in dieser Situation wirklich tun kannst, ist einfach nach vorne zu schauen und zu schauen, ja, was das Leben halt noch für dich bereithält. Und vielleicht ist es ja wirklich was Schöneres, als du gedacht hättest oder was Schöneres, als du dir jemals so erträumt hättest. Und dann denkst du dir halt an irgendeinem Punkt, okay, es ist doch alles gut so, wie es gekommen ist. Kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Daten nach einer langen Beziehung. Also ich werde jetzt hier einfach mal den Schritt wagen und so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da so meine aktuelle Situation angeht, in der Hoffnung, dass das hier ein bisschen besser ankommt als auf Instagram, weil auf Instagram hatte ich da auch schon so ein bisschen drüber gesprochen und ja, irgendwie wurde mir da aus jeder Aussage in meinen DMs ein Strick gedreht und deswegen hatte ich das dann ja so ein bisschen ad acta gelegt, darüber zu sprechen. Also ich werde jetzt auch nicht so im Detail drüber sprechen, aber einfach so ein bisschen euch hier auch mal updaten. Also es ist so, dass ich mir vor einigen Wochen eine Dating-App runtergeladen habe und ja, dann halt mal geschaut habe, was Sachsen, ne, so zu bieten hat. Und ja, ich hatte da jetzt auch einige Dates schon. Manche mehr, manche weniger erfolgreich, sage ich jetzt mal. Oder halt, erfolgreich klingt so komisch, vielleicht eher schön einfach. Also manche, bei manchen Dates hat es einfach nicht gematcht. Und es ist manchmal echt komisch gewesen, weil bei manchen Männern hatte ich irgendwie gedacht, so vom Schreiben her, okay, das passt richtig gut. Und dann hat man sich irgendwie getroffen und dann hat das halt wirklich dann doch gar nicht gematcht. Ich glaube, worauf diese Frage bzw. dieser Themenvorschlag aber eigentlich abzielt, ist dieses, okay, man ist jetzt in einer langen Beziehung gewesen, man hat ein ultra krasses Vertrauensverhältnis zu einer Person aufgebaut, man weiß so alles über die andere Person und gegenseitig halt auch. Und dann datet man wieder und lernt Personen kennen, über die man quasi nichts weiß. Da gibt es auch diese TikTok-Memes dazu, wo man irgendwie in einer längeren Beziehung darüber spricht, welchen Song man zum Hochzeitsöffnungstanz verwenden möchte. Und wenn man dann wieder im Dating-Life angekommen ist, fragt man sich so, was ist deine Lieblingsfarbe oder so. Und ich glaube schon, dass es für einige Leute sehr schwierig sein kann, die halt sehr gerne so direkt diesen krassen Deep Dive machen und direkt irgendwie so ein krasses Vertrauensverhältnis zu einer Person aufbauen wollen oder das halt irgendwie haben müssen, um sich wohlzufühlen. Ich muss persönlich sagen, dass ich das jetzt eigentlich auch enjoyed habe,
halt einfach eine Person noch gar nicht zu kennen und dann halt kennenzulernen. Ich finde, das Wichtigste, was man sich in so einer Situation immer in den Kopf rufen muss, also egal, ob es jetzt um Dating nach einer langen Beziehung geht oder auch um neue Freunde finden in zum Beispiel einer neuen Stadt oder wenn man irgendwie anfängt mit einem Studium oder mit einem neuen Arbeitsplatz anfängt und sich halt irgendwie nicht so richtig wohlfühlt, weil man das Gefühl hat, man kennt noch niemanden so richtig gut, man kann zu niemandem so eine gute Connection aufbauen, dass ja jede Person, die aktuell close mit dir ist, also egal, ob es jetzt gute Freunde sind oder ob es Partner, Partnerinnen sind, dass jede Person halt auch an irgendeinem Punkt mal quasi ein Stranger war, also jemanden, den du nicht kanntest und man sich halt nur kennenlernen kann oder gut kennenlernen kann, indem man sich halt kennenlernt. Also so, du kannst ja immer neue Leute kennenlernen, du kannst ja immer close mit neuen Leuten werden. Und ich glaube, es ist einfach so ein Trugschluss, den man im Kopf hat, dass man denkt, okay, so close, wie man jetzt zum Beispiel mit Leuten ist, die man noch von früher kennt oder die man einfach schon super lange kennt, zu denen man eine super krasse Vertrauensbasis aufgebaut hat, so close kann man mit niemand anderem mehr werden. Und das ist ja ein totaler Trugschluss, weil du ja, wie gesagt, mit jeder Person auch wieder close werden kannst, wenn man halt irgendwie gut miteinander vibe und wenn man sich gut miteinander unterhalten kann und vor allem auch tiefsinnige Gespräche führen kann. Und dann ist es ja manchmal so, dass man Leute kennenlernt, wo man sich so denkt, boah krass, so die Aspekte passen halt irgendwie vielleicht auch viel besser als irgendwie in der Beziehung, die man zuvor hatte oder jetzt bei Freunden, wenn man irgendwie Freunde verloren hat, boah krass, so die Eigenschaften von den Menschen, die ich gerade kennenlerne, passen eh auch viel besser zu mir. So, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, das Wichtigste daran ist halt einfach offen zu sein und für sich selber auch anzuerkennen, dass es natürlich so ist, dass du mit einer Person, die du gerade erst neu kennenlernst, natürlich nicht auf dem gleichen Connection- und Vertrauenslevel direkt sein bist, wie mit einer Person, die du vielleicht 4-5 Jahre lang schon kennst und mit der du ultra viel Zeit schon verbracht hast. Das ist ja einfach völlig klar und man sollte sich dann vielleicht eher so ein bisschen darauf konzentrieren, dass es ja total spannend ist, eine neue Person kennenzulernen und dass man sich ja am Anfang noch ultra viel zu erzählen hat, weil man eben die andere Person noch nicht so gut kennt und noch nicht schon jede Story irgendwie da gehört hat und das ist ja auch was Schönes. Dementsprechend sollte man sich wie auch in jedem anderen Lebensbereich einfach auf die positiven Aspekte konzentrieren. Also natürlich gibt es in jeder Situation sowohl positive als auch negative Aspekte beziehungsweise Aspekte, an denen man sich irgendwie so stören könnte, aber man lebt natürlich deutlich leichter, wenn man sich nicht auf die negativen Aspekte konzentriert, sondern einfach die positiven Aspekte auskostet. Machen wir weiter mit der Dating-Thematik und zwar, worauf sollte man beim ersten Date achten? Also ich muss erstmal sagen, dass ich hier kein Dating-Profi bin, auch jetzt hier noch nicht 20 Dates gehabt habe oder so. Also da kann ich euch jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich kann euch halt sagen, worauf ich jetzt so generell achten würde. Ich meine, da ist ja auch im Endeffekt jeder anders und hat da irgendwie andere Werte, auf die man vielleicht achtet beim ersten Date. Aber was ich halt irgendwie wichtig finde, ist so ein gewisses Engagement beziehungsweise so eine gewisse Eigeninitiative. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit einigen Feminismusgedanken so gut Hand in Hand geht. Ich zumindest finde es super attraktiv, wenn der Mann zumindest beim ersten Date die Zügel selber in die Hand nimmt und das Date selber plant, also zum Beispiel plant, was man machen möchte, wo man hingehen möchte, wo man vielleicht essen gehen möchte und dann vielleicht auch mal schon einen Tisch reserviert und irgendwie sagt, hey, ich hole dich ab dort und dort und fragt, okay, so wann bist du da, wann bist du ready und so weiter, sodass man halt als Frau da einfach nur erscheinen muss und ja, halt einfach so ein bisschen sich da schon um alles gekümmert wurde. Also das finde ich schon sehr gut und das habe ich auch jetzt sehr enjoyed bei den Dates, bei denen es so war. Wie gesagt, ich mag es einfach von so ein bisschen da Eigeninitiative, Planung und vor allem halt auch so ein bisschen Aufwand, ein bisschen Effort einfach drin steckt. Das ist jetzt so das eine. Und ansonsten würde ich halt einfach so generell halt darauf achten, okay, worüber spricht die Person, wie drückt sich die Person aus, spricht die Person halt viel schlecht über irgendwas, irgendjemanden oder halt nur gut und dann halt auch irgendwie solche Nummern wie, kommen auch mal Fragen zurück oder spricht die Person nur über sich, solche Sachen. Also ich meine, das ist ja irgendwie Common Sense. Also generell, ich bin halt eine Person, die sehr, sehr viel über Vibe geht, sage ich jetzt mal. Also für mich muss es halt einfach passen, es muss einfach viben, muss einfach irgendwie, ja, man muss irgendwie sich wohlfühlen in der Date-Situation, sage ich jetzt mal. Und sobald ich mich da halt irgendwie nicht wohlfühle, bin ich halt direkt so, also jetzt nicht, ob ich mich hier nochmal treffen möchte. Und generell sollte man eben einfach darauf achten, was einem das Bauchgefühl sagt. Also vor allem, wenn jetzt zum Beispiel das Date vorbei ist und man halt wieder auf dem Nachhauseweg ist zum Beispiel. So hat man dann ein gutes Bauchgefühl oder hat man irgendwie so ein
komisches Bauchgefühl, so ein leicht beklemmendes Bauchgefühl, dann sollte man das definitiv auch ernst nehmen. Also ich hatte nämlich auch schon mal irgendwie so ein Date, wo ich, also wo eigentlich alles so gepasst hat, man hatte gute Gespräche und ich fand den auch ganz cute und so, aber irgendwie hatte ich dann so ein krass komisches Bauchgefühl, dann dachte ich mir so, nee, ich glaube, ich lasse das jetzt hier lieber an der Stelle. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwammig ausgedrückt, weil man so ein Bauchgefühl ja irgendwie nicht richtig greifen kann, beziehungsweise auch nicht sagen kann, woran es jetzt liegt, wenn man irgendwie ein komisches Bauchgefühl bei einer Person hat. Aber ja, wie gesagt, das sind jetzt nur meine Sachen, auf die ich bisher immer geachtet habe. Beziehungsweise, also ich habe bestimmt auch Sachen vergessen, aber ich gucke halt einfach so, ist das ein ordentlicher Mann? So. Ist wahrscheinlich die ganze Nummer gut zusammengefasst. Und wenn mir halt irgendwelche Sachen auffallen, wo ich so ein bisschen denke, das passt mir nicht so gut, dann behalte ich das im Hinterkopf. Und wenn sich die Sachen dann häufen, die mir nicht so gut passen, dann ist es halt einfach nichts. Ne? Die nächste Frage ist, wie wird man selbstbewusster? Ich muss sagen, dass ich es immer ein bisschen schwierig finde, darauf so eine geeignete Antwort zu finden, weil ich einerseits halt schon sagen würde, dass ich halt auch so, was Selbstbewusstsein angeht, in den letzten Jahren und vor allem irgendwie auch in den letzten 2-3 Monaten einen ganz schönen Sprung gemacht habe. Allerdings habe ich da jetzt halt nicht so eine richtige Anleitung dazu, aber ich habe wirklich selber gemerkt, dass man immer sehr viel schneller selbstbewusster wird in Situationen, die einen halt irgendwie gefordert haben, was das Selbstbewusstsein angeht. Also ich muss ja sagen, wie gesagt, jetzt die letzten 2-3 Monate waren halt irgendwie auch schwierig für mich, weil ich so viel selber zu managen hatte. Also diese ganze Umzugsthematik, da gab es ja super viel zu klären. Man musste super viel halt irgendwie im Hinterkopf behalten und halt super stark und professionell halt auch mit bestimmten Themen umgehen. Und dieser ganze Prozess von Trennung, Ausziehen aus der ehemals gemeinsamen Wohnung, alles abmelden, alles managen, wieder zurück zu den Eltern erstmal vorübergehend ziehen, dann eine neue Wohnung suchen, da alles managen, Möbel kaufen, Zeug aufbauen, einrichten und so weiter. Das war natürlich eine super große Herausforderung, beziehungsweise ist jetzt ein Stück weit halt auch immer noch eine Herausforderung. Aber jedes Mal, wenn man irgendwie wieder so einen kleinen Meilenstein geschafft hat und jedes Mal, wenn man dann so zurückblickt, was zum Beispiel vor einem Monat war oder vor 2 Monaten war, denkt man sich so, krass, ich habe das geschafft und ich habe das alleine geschafft, beziehungsweise gut, manche Sachen habe ich nicht alleine geschafft, wie zum Beispiel Möbel aufbauen, aber viele Sachen habe ich alleine geschafft und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass man selbstbewusster wird, indem man mehr Dinge irgendwie selber schafft, selber managt und sich auch selber irgendwie dadurch beweist, dass man es schaffen kann. Und was mir ansonsten auch noch richtig krass hilft, ist so positiver Self-Talk, also dass man irgendwie gar nicht in Frage stellt, dass man irgendwas nicht kann oder für irgendwas nicht gut genug oder schlau genug oder whatever ist, sondern dass man einfach sagt, hey, das möchte ich jetzt machen und das mache ich jetzt. Und dafür habe ich alles, was ich brauche und bin genug dafür, um das so hinzubekommen. So, versteht ihr, was ich meine? Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendwo neu in der Uni ist oder so oder irgendwo neu an einem Arbeitsplatz anfängt, dann ist man ja vielleicht irgendwie erstmal so, okay, ich weiß nicht, ob die mich mögen werden und ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, dass sie mich vielleicht nicht mögen werden. Und in so einer Situation versuche ich halt immer so diesen negativen Gedanken oder diesen Zweifel umzukehren und mir so zu denken, nee, ich stelle das jetzt gar nicht in Frage, ob mich die Personen mögen werden oder ich stelle das gar nicht in Frage, ob ich das hinbekomme oder ob ich gut genug dafür bin, sondern ich weiß, dass ich gut genug dafür bin, ich weiß, dass mich diese Personen mögen werden, ich weiß, dass ich das hinbekomme. Also einfach so ein bisschen dieses, dass man gar nicht zulässt, dass diese Zweifel irgendwie dann so an die Oberfläche creepen und einem da halt irgendwie so ein bisschen ins Ohr flüstern, so hier, du bist nicht gut genug oder so, sondern dass man immer alles schön vor der Tür lassen, sondern halt einfach sich sagen, so nee, ich zweifle da gar nicht dran, ich stelle das gar nicht in Frage, ich möchte das machen, ich habe alles, was ich dafür brauche, ich mache das jetzt. Die nächste Frage ist, glaubst du an Sternzeichen, mit welchem verstehst du dich am besten, mit welchem am wenigsten? Also ich muss erstmal sagen, dass ich irgendwie, was so Sternzeichen angeht, voll die zwiegespaltene Meinung habe. Also ich denke mir halt manchmal so, ja, so ein bisschen was haut schon hin, also bei mir jetzt oder auch bei anderen Leuten, die ich halt gut kenne. Aber andere Sachen funktionieren dann wieder nicht und die Astro-Mädels und Jungs kommen dann wieder an, die so, ja, das liegt dann am Aszendenten und so. Und da bin ich dann schon wieder so, oder liegt es doch dran, dass das einfach nicht so der Wahrheit entspricht. Aber dann gibt es halt wieder Situationen, wo ich mir so denke, boah, krass, das passt ja wirklich jetzt voll. Oder jetzt gerade auch so im Dating-Life, da kann man ja auch manchmal angeben, welche Sternzeichen man hat. Und wenn man jetzt halt so Leute kennenlernt und die halt irgendwie so sehr, sehr ich-fokussiert sind oder, keine Ahnung, halt generell einfach so sehr im Mittelpunkt stehen wollen
Und dann steht halt in der Bio halt auch so Sternzeichen Löwe, so da denke ich mir halt so, ja, das wundert mich jetzt auch gar nicht, dass du so bist. Also, ja, ne? Aber wie gesagt, manchmal haut es irgendwie nicht so hin. Ihr könnt ja gerne mal raten, für die, die es jetzt nicht wissen, aber ich meine, ich hatte ja auch vor kurzem einen Geburtstagsblog online, was ich für ein Sternzeichen bin. Aber ich muss halt auch sagen, dass so einige Aspekte davon meiner Meinung nach nicht auf mich zutreffen. Zwei meiner engsten Freundinnen sind auf jeden Fall vom Sternzeichen Jungfrau. Das heißt, ich verstehe mich scheinbar gut mit Sternzeichen Jungfrauen. Aber ich muss auch sagen, dass die beiden jetzt nicht unbedingt so super ähnlich sind vom Charakter. Sondern dass ich mich halt einfach unabhängig davon mit beiden sehr, sehr gut verstehe. Also keine Ahnung, ob das jetzt ausschlaggebend ist oder ob sich mein Sternzeichen, welches ich euch jetzt ja verraten kann, ihr habt ja jetzt wahrscheinlich vorher schon mal in die Kommentare geschrieben, ich bin Sternzeichen Zwilling, ob sich Zwillinge einfach generell gut mit Jungfrauen verstehen. Naja, I don't really know. Also keine Ahnung, ich kann das nicht so richtig sagen, ob ich da jetzt so dran glaube oder nicht. Manchmal glaube ich daran, manchmal denke ich mir aber auch so, okay, aber das haut jetzt dann wieder nicht hin. Also wie gesagt, es ist einfach sehr, eine sehr ambivalente Meinung bei mir über Sternzeichen. So, ich trage jetzt noch Lippenstift auf, einfach damit ich ein schönes Thumbnail machen kann. Der wird dann aber eh gleich wieder abgehen, aber nicht so wie ihr denkt, sondern weil ich dann gleich was essen werde. Ich mache mir jetzt gerade übrigens nicht für ein Date fertig, was man vielleicht an der Videothematik hier denken könnte, sondern es kommt dann eine Freundin zu mir und wir kochen was und quatschen so ein bisschen. Das heißt, eigentlich hätte ich mich damit dafür gar nicht fertig machen müssen, aber ich wollte halt gerne dieses Video auch drehen. Naja, deswegen haben wir das jetzt trotzdem gemacht. So, ich mache jetzt noch meine Haare auf. Allerdings werde ich das heute mit dieser Fake-Blower-Technik doch nicht machen, weil sich das irgendwie nicht so richtig lohnt. Weil, wie gesagt, ich werde jetzt nur zu Hause sein und morgen muss ich auch eh meine Haare wieder waschen, weil ich da zum Sport gehe. Aber ja, vielleicht zeige ich euch das ja in einem anderen Video oder vielleicht auch einfach mal auf Instagram. Da könnt ihr mir auch super gerne folgen. Da kommt ja jetzt auch generell täglich immer was in den Stories. Und wenn ich das so zeige, dann werde ich das auch als Highlight fixieren. Dann ja, könnt ihr dort auch mal vorbeischauen, wie gesagt. Ich werde die jetzt, glaube ich, einfach so lassen. Ich finde es ganz cute. Die sehen gerade so ein bisschen fluffy aus. Ja, genau, so gefällt mir das. So, ich habe jetzt noch kurz meinen kleinen Morgenmantel hier ausgezogen. Den hatte ich übrigens bei New Yorker letztens gesehen. Also ich weiß gar nicht, warum ich da eigentlich drin war. Ich gehe eigentlich nie zu New York, aber wegen irgendwas hatte ich mich da rein verirrt. Und dachte mir so, ja, das ist bestimmt richtig cool, so als Bademantelersatz im Sommer. Und ich muss sagen, ich fühle mich darin immer so richtig, weiß nicht, es gibt mir so einen richtig luxuriösen Vibe. Und dann sitze ich immer hier und schmecke mich. Das feiere ich schon gerade sehr. Ja, aber ich habe ja eigentlich auch noch was anderes drunter. Und ja, wir sind jetzt dann am Ende von diesem Video angelangt. Ich denke, es war wieder ganz schön lang. Also ich habe hier zumindest schon über eine Stunde auf der Uhr stehen. Werde es natürlich für euch nochmal so ein bisschen zurecht cutten. Aber ja, vielleicht habt ihr euch ja auch nebenbei gerade fertig gemacht. Dann könnt ihr sehr, sehr gerne mal schreiben, für was ihr euch fertig gemacht habt oder vielleicht habt ihr auch irgendwas anderes nebenbei gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr irgendwas nebenbei gemacht habt, weil eigentlich guckt man sich so ein langes Video nicht so am Stück an, ohne was nebenbei zu machen. Also schreibt super gerne mal in die Kommentare, was ihr nebenbei gemacht habt. Und ja, ich hoffe, ihr habt das Video enjoyed. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich hier mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe, beziehungsweise halt auch mal so diese Themen angesprochen habe. Und ja, falls ihr da eigene Gedanken dazu teilen wollt, könnt ihr das super gerne in den Kommentaren machen. Ich werde da versuchen, ein bisschen mit euch auch zu schreiben und mich auszutauschen mit euch. Und ihr könnt euch gerne auch untereinander austauschen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer noch eine wundervolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.